Jo Leute, willkommen wieder bei EVE Online, das Tutorial. Zu Beginn will ich noch eins sagen. Ich habe Kommentare bekommen zu meinem ersten Tutorial-Video. Würde ich mich sehr dafür bedanken und wurde auf manche Sachen hingewiesen, wo ich jetzt gleich mal mit anfangen möchte, die als erstes zu sagen, weil die sehr wichtig sind, wo ich vergessen habe zu sagen. Es ist nämlich so, wenn ihr hier bei ISIS guckt, das ist ja der Schiffsbaum. Und das heißt nicht, wenn ihr hier beispielsweise eine Apokalypse fliegt, dass ihr dann unangreifbar seid. Also eine schlecht ausgerüstete oder ein Anfänger mit einer Apokalypse verliert locker gegen einen hochgeskillten Harbinger oder sowas. Oder sogar gegen einen normalen Kreuzer verliert ein Schlachtschiff. Wenn dieser gut gefittet ist, habt ihr mit einem Schlachtschiff trotzdem keine Chance. Also das heißt nicht, umso besser euer Schiff ist, umso stärker seid ihr. Ihr müsst auch die nötigen Skills haben, die nötigen Waffen und. Also nicht, dass ihr jetzt den Eindruck bekommt, dass wenn ihr ein großes Schiff habt, wie die Apokalypse oder so, dass ihr dann unangreifbar seid. Ihr seid dann eher ein leichteres oder ein angenehmeres Ziel für jemanden mit einem kleinen, schnelleren Schiff, weil das Große das Kleine nicht so einfach trifft. Deswegen sind solche Große nur bei Stationskämpfen oder sowas wirklich, wenn es groß gegen groß geht. Aber sobald kleine Schiffe kommen, stinken die großen Schiffe ab. Und da einer noch ein bisschen Skill hat. Ja, so. Jetzt zurück zu dem, was ich diese Woche oder heute sagen möchte. Ist ja hier dieses Stationsmenü. Da könnt ihr über Captains Hauptquartier kommt ihr dann, verlasst ihr euer Schiff. Und ihr kommt ins, wie soll ich sagen, First-Person-Sicht-Modus. Da seht ihr euren Charakter, mal in voller Montur. Oh, Third-Person ist es dann, sorry. Dann seht ihr euer Schiffchen da rumfliegen. Warte mal, ich kann ja auch mal das große Schiff nehmen. Dann ändert sich das. So. Da ist die Kapsel, wie ihr rübergeflogen seid. In dieser sitzt ihr ja, hier könnt ihr auch laufen. Das ist eure Rettungskapsel. Und ja, so könnt ihr eure Schiffe angucken. Dieses Schiff ist bestimmt auch cool. Das ist mein Lieblingsschiff, wenn es so schnell gehen muss. Dann habt ihr hier ein Ausrüstungsfenster. Eure Ausrüstung angucken. Können Sie Module hinzufügen und entfernen, um das derzeit aktive Schiff so auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen. Ja, besser konnte ich es nicht sagen. Da gibt es ein kleines Hilfefenster. Ja, hier gibt es keinen Drohnenhangar. So. Gibt es einen Drohnenhangar. Da gibt es jetzt keine Hilfe. Was haben wir hier noch? Frachtraum. Sehen wir, was wir im Frachtraum drin haben. Schiffe. Das ist Übersicht. Aber das mit dem Drohnenhangar, mit dem Ausrüstungsding war echt nicht schlecht. Rennen können wir leider nicht. Deswegen dauert das. Springen können wir auch nicht. Ich benutze diese Ansicht eigentlich sehr, sehr selten, da ich das nicht brauche, weil das kann man ja alles über Schiff ausmachen. Aber ich will es euch mal zeigen, dass es auch ein kleines Third-Person-Ansicht hier gibt. So, und das ist eure Kajüte. Mit Bett. Ich schätze mal, hinten gibt es nicht. Ah, ein Spiegel ist das. Kann man sein Aussehen verändern, man kann ja andere Kleider anziehen und so. Kann man kaufen, für echt Geld. Aufstehen, hinsitzen, Agentensuche. Das ist ein schönes kleines Gadget, da sieht man noch, welche Most Wanted sind. Die, Beispiel für diesen Gegner kriegt man 33 Milliarden ISK, oder? Ja, ich glaube 33 Milliarden, wenn man den killt. Er ist sehr beliebt bei den Leuten anscheinend. Hm, was kann man da? Stationstürschalter, ja, egal. Ja, gehen wir mal wieder in den Schiffhangar. So, das ist meine Lieblingsübersicht. So, hier mit diesem Knopf dockt man ab. Brauche ich jetzt ja nicht zeigen, das zeige ich nachher zum Schluss. Dann hier Loyalitätspunkte. Das sind Sachen, wo man kaufen kann. Für Loyalitätspunkte oder ISK. Ich habe momentan 62.000, dann kann ich mir ein paar Implantate und so Zeugs kaufen. Auch nicht verkehrt. Muss ich mir mal anschauen. Da
Dann haben wir hier Versicherung. Kann man sein Schiff. Wo ist denn hier? Diplomatische Staffel. Ja. Auswählen, wie man es versichern will. Vom Basis kriegt für 800 ISK kriegt man 8000. Das ist es, was das Schiff momentan so wert ist. Oder auch nicht. Und da kann man es halt versichern. Umso größer das Schiff, umso teurer die Versicherung natürlich. Ja, dann haben wir hier Fraktionskriege. Kann man beitreten? Das sind meistens PvP-Kämpfe. Sehr schwierig für einen Anfänger, eher die Finger wegzulassen. Da werden Gebiete erweitert und zurückerobert. Dann hier Kopfgeldbüro. Dann kann man sehen, welche Allianz Kopfgelder hat. Kooperation Kopfgelder und Charakter Kopfgelder. Was für Gara ist sehr, sehr unbeliebt. Also, aber ich werde mich nicht mit ihm anlegen, wenn man so ein Kopfgeld hat. Von 110 Milliarden. Macht er euch ruckzuck platt. Also, wenn ihr ihn im Local sieht, geht raus. Weil sonst lebt ihr nicht mehr lange. Top-Kopfgelder. Der hat 2500 Abschüsse schon bald. Deswegen. Solchen Leuten immer aus dem Weg gehen. Industrie. Kann man Sachen bauen. Durch Skills kann man es auch durch die Entfernung machen. Ich skill gerade unsere Korb Blueprints hoch. Wenn ich jetzt den Skill hätte, um von der Ferne liefern zu lassen und Aufträge zu erstellen, könnte ich es jetzt liefern. Jetzt muss ich halt nach rüberspringen nach Pernigram und dort abholen. Dann hier ja, Schiffsausrüstung. Ist das gleiche Knopf wie dieser. Kann man beide nutzen. Markt ist ja auch das gleiche wie letztes Mal erklärt. So, weiter. Ja, dann haben wir hier Aufbereitungsstation. Dann kann man seine Ressourcen, zum Beispiel hier Eis, aufbereiten in Heavy Water, Liquid Ozone, Helium und Strontium. Gibt es mit Skills, kann man das dann erhöhen. Seht ihr, der Basisertrag ist 50% von dem, was man bekommt. Durch Web Rosing Efficiency und Iceberg Rosing kann man das alles erhöhen. Und durch Agentmission, was nachher kommt, kann man seine Erträge auch noch halten, weil die Station eigentlich auch steuern will. Außer man hat genug Standing, dann kriegt man 1%. Also ist man bei 1% angekommen, dann will die nichts mehr. Aber Verlust hat man trotzdem immer. Seht ihr, das Rote ist immer wieder Verlust. Egal wie hoch es ist. Außer jetzt kriegt das auf 100% das, was man aber nicht bekommt. Und dann passt das. So, dann haben wir hier Reparatur. Wenn irgendwas kaputt ist, kann man es reparieren lassen. Natürlich, weil durchs Overheaten und so bekommen die Schaden, die Gegenstände. Kommt auch noch später mal genauer. Und hier kann man hier Charakteranpassung machen. Ich könnte jetzt meinen Charakter wieder ein bisschen umgestalten, andere Hose anziehen, dann kann man sie wieder angucken. Mache ich jetzt aber nicht, weil ich das eh nicht so mag. Ich bin nicht so der, der Charakterbilder, das bin ich nämlich nicht. Dann geht's hier weiter mit Agenten. Es gibt 4 Stufen, nein, es gibt glaube ich mehr Stufen Agenten, aber hier auf dieser Station gibt es nur diese 2. Und diesen Storyline-Agenten, der schaltet sich nur ab und zu mal frei. Wie genau dieses Zusammenhang, habe ich noch nicht rausgefunden. Stufe 3 Missionen sind allein gut machbar, wenn man ein Schlachtschiff hat. Dann ist es auf jeden Fall easy, auch mit einem guten Schlachtkreuzer machbar. Da steht hier Text. Was machen wir? Abfang von Piratenschmugglern. Das ist meistens uninteressanter Text. Dann seht ihr die Position, wo ihr das machen könnt. Das ist jetzt mein System. Die Belohnung, was ihr kriegt, das sind 285.000 ISK, so Loyalitätspunkte und Belohnung für, wenn man es in dieser Zeit nach Annahme bekommt, kriegt man nochmal dieses Geld obendrauf. Wenn man es verstreichen lässt, bekommt man nur diese Auszahlung. Plus das Kopfgeld, was die Piraten wert sind und den Loot. Stufe 4 ist schwer für einen Anfänger zu machen, mit einem gut gefütterten Schlachtschiff machbar. Für mich nicht. Ihr seht ja, die Auszahlung ist 4-mal so hoch. 3-mal so, doch 4-mal, 5-mal so hoch oder 6-mal so hoch sogar. Wie beim anderen kriegst auch dementsprechend mehr Loyalitätspunkte und Zeitbonus auch. 6 Stunden
Dann gibt es manchmal noch Beschränkungen für Schiffe, weil man nicht jede Mission mit jedem Schiff machen kann. Du kannst nicht Level 1 Mission mit dem Schlachtschiff machen, das wäre ja OP. Gut, dann haben wir hier noch Gäste. Das sind die, wo auf der Station momentan sind. Mit mir zusammen. Büros ist nichts da. Das wären die Kooper ah, doch. Das sind Kooperationsbüros, wo hier auf der Station vertreten sind. Die haben hier, kann sich bewerben bei den Kooperationen. Und der Hangar, das ist dein. Deine Schiffe angezeigt werden. Gegenstände sind die, was du hier auf der Station liegen hast. Bisschen unübersichtlich dargestellt, da gibt es ja diesen Button, dann kann man das Fenster größer machen, dann sieht man ja, was man so hat. Gut. So, das war jetzt ein bisschen kürzeres Tutorial-Video, um zu zeigen, was jetzt mit dem Stationsmenü machbar ist. Und nächstes Mal gehen wir in der, ins, raus. In das Universum oder ins All mit den Schiffen. Dann zeige ich euch, wie man die Asteroiden abbaut, also um ein bisschen Geld zu verdienen. Also die Grundlagen dazu, Skills dazu, welche man braucht, um diese dann zu verarbeiten. Aber dieses machen wir dann erst in der nächsten Folge. Und ja, deswegen bin ich heute auch wieder raus. Kurzes Video. Am Dienstag geht es weiter. Bis dahin. Tschö.